In diesem Video lernst du das Posing im Bettchen, was wichtig ist und worauf du achten sollst. Und vor allem auch das Posing musst du nicht nur im Bettchen so machen, das kannst du auch auf dem Beanbank so machen. Oder wenn du mobil unterwegs bist, bei den Eltern zu Hause, auf dem Wohnzimmer, funktioniert das auch wunderbar. So, es gibt eine ganz, ganz wichtige Haltung, wenn du die am Anfang gleich lernst, wirst du dir vieles leichter tun. Das heißt, ich lege das Baby nicht einfach nur so hinein ins Bettchen, sondern positioniere es. Und du kannst es im Voraus schon so positionieren, dass du das Baby nur noch hineinlegen musst. Das bedeutet, das kannst du auch auf dem Beanbank, zu Hause, auf dem Sofa, also ganz egal, es muss nicht immer das Bettchen sein, die Position ist eigentlich immer dieselbe. Und das ist dann so, wenn ich das Baby halte, habe ich die Füßchen immer bei mir so angewinkelt. Wichtig ist erstmal, da das Baby nackt ist, ein Heizstrahler, damit schön Wärme kommt, damit dem Baby nicht kalt ist. Und dann nehme ich das Baby mit der einen Hand und lege es mir hier oben, hier so auf meinen Rücken, auf mich drauf mit dem Rücken, die Beinchen angekreuzt, also verkreuzt, das habe ich schon voraus gemacht, und lege mich mit dem Rücken ein bisschen nach hinten, damit das Baby schön bei mir anliegt. Und jetzt nehme ich nur noch die Hand vom Baby und halte so das Gesicht fest. Und genau so lege ich es auch ins Bettchen rein oder auf den Beanbank drauf. Oder wenn ich zu Hause mobil bin, kann ich genau so aufs Sofa legen. Deswegen ist es wichtig, alles im Voraus vorbereiten, damit ich dann nur noch das Baby reinlegen muss. So, dalla. Und natürlich alles schön ruhig mit Zeit. Innerhalb der ersten 10 Tage schlafen die Babys wunderbar. Das heißt, wenn sie mal wach werden, sie brauchen nicht lange Zeit, um wieder einzuschlafen. Aber wichtig ist, dass du dir die Zeit nimmst und auch den Babys die Zeit gibst. Hast du das gesehen? Ich habe zuerst den Popo abgelegt, den Kopf halte ich noch immer fest. Weil falls das Baby unruhig sein sollte, kann ich jederzeit das Baby hochheben und wieder beruhigen. Und wenn ich das Gefühl habe, das Baby ist ruhig, nehme ich meine Hände einfach hier raus. Der kleine Mann ist sehr, sehr entspannt. Würde er eher unruhiger sein, würde ich jetzt noch Geräusche lassen. Ich habe jetzt wegen dem Video habe ich jetzt gar keine Geräusche gelassen, aber sonst würde ich jetzt das Geräusch Haarföhn nehmen oder andere Geräusche, je nachdem, was er mag, könnte ich jetzt noch dazu nehmen. So, du siehst es schon, jetzt ist der Popo viel höher als der Kopf, das möchte ich ja gar nicht. Der Kopf soll im Fokus sein. Deswegen mache ich das so, dass ich im Nachhinein mir ein Polsterchen nehme und das Polsterchen dem Baby anpasse, das heißt der Kopflage. Und das mache ich so, dass ich eine Hand drunter schiebe und den Polster einfach nur noch dazu schiebe und ich passe den Polster ganz genau der Lage vom Baby an. Man könnte auch nehmen und das im Voraus machen, also im Voraus den Polster drunter legen und dann dem Baby einfach den Polster anpassen. Ich habe mir das einfach so angewöhnt. Achte auch darauf, dass der Kopf nicht zu weit nach oben schaut, nicht zu weit nach unten, sondern so richtig schön nach vorne. Jetzt siehst du schon, der kleine Mann ist beim Einschlafen. So, wenn das Baby entspannt ist, hole ich meine Kamera, das Baby lasse ich nicht alleine, das heißt, der Papa sitzt daneben, passt auf das Baby auf, dass es dem Baby gut geht und ja, ich mache mal die ersten Fotos. Ich fotografiere mit der Canon Mark IV, das Objektiv 24-70mm, meine Kameraeinstellung. Die Blende auf 2,8, Zeit 1:160 und ISO auf 125. Der Blitz liegt hier daneben und ist auf der leichtesten Stufe gestellt. Ich starte immer mit einem Foto von ganz vorne, frontal, weil ich das gerne auch für meine Montagen, Fotomontagen nutze. Und
Ja, dann gleichzeitig näher ran und mache mal nur vom Kopf ein paar Fotos. Dann auch gerne von oben. Dann noch ein bisschen Deko dazulegen. So. Wir können das Baby auch noch ein bisschen zudecken, um einfach noch ein bisschen mehr Farbe reinzubekommen. Schatz.